1770 entdeckt der Engländer Cook die Ostküste Australiens und nimmt sie als Neu-Süd-Wales für Großbritannien in Besitz. 1788 Anfang der Besiedelung Australiens durch Weiße. Ansiedlung von fast 800 Verbrechern in der Botany Bay, dem späteren Sydney. Es entsteht die Gefängnisprovinz. 1829 Gründung der Kolonie Westaustralien. Jason Furbeck, seine Tochter und seine beiden Söhne haben England verlassen, um in Australien ein Stück Land zu kultivieren, welches die Krone dem abgedankten Offizier vermacht hat. Nach etlichen Hindernissen und mühsamen Strapazen erreichen die vier endlich das versprochene Gebiet und müssen feststellen, dass es bereits im Besitz von Mr. Gallagher ist, einem pensionierten Colonel der Armee. Der alte Gallagher ist berühmt für seine obskuren Ideen und kostspieligen Feste. Diesmal ist es ein Pferderennen um einen Silberpokal, der von einem der Sträflinge aus der Kolonie angefertigt wurde. Nach einem ausgiebigen Zechgelage stimmt der reiche Captain Darcy den Colonel jedoch um und der Preis ist nicht mehr der Pokal, sondern die Tochter einer Sträflingsfamilie, die die Farm von Gallagher bewirtschaftet. Der Colonel und die verzweifelten Eltern vertrauen auf Gallaghers schnelles Pferd, um Ellen nicht zu verlieren. Darcy aber gewinnt das Rennen. Er pocht auf die Abmachung und will Ellen nach Sydney mitnehmen. Im Verlauf eines Kampfes zwischen Sträflingen und den Kolonialherren wird Ellens Vater getötet und Darcy vertrieben. Mit einigem Glück hat Gallagher es geschafft, dass das Mädchen in sein Elternhaus zurückkehren kann. Durch einen tragischen Unglücksfall wurde er mitten aus seinem arbeitsreichen Leben abberufen. Wir wachsen und werden gemäht gleich den Blumen auf dem Felde. Wir werden dahin gehen wie die Schatten. Solange wir leben, begleitet uns der Tod. Zu wem sollten wir um Hilfe flehen, wenn nicht zu dir, o Herr? Der du um unserer Sünden willen betrübt bist. Amen. Lass den Sarg runter, aber vorsichtig. Bitte, Richter Glynn. Nachdem es dem allmächtigen Gott gefallen hat, in seiner großen Gnade die Seele unseres lieben Bruders zu sich zu nehmen, übergeben wir seinen verstorbenen Leib der Erde, die er so geliebt hat. Erde zu Erde, Asche zu Asche und Staub zu Staub. Zur sicheren Gewissheit der Auferstehung zum ewigen Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen, Sir. Bitte Sie. In einer Kolonie ist das eine Selbstverständlichkeit. Ich danke Ihnen. Da hat Gallagher recht. Für einen Reisenden muss immer ein frisches Bett und genügend zu essen vorhanden sein. Stell dir vor, Jesse, du wirst wieder in einem Bett schlafen. Ist es hier Brauch, die Erde zu küssen? Der junge Mann hält mich wohl für einen sentimentalen Narren. Bist du das nicht? Haben Sie je eigenes Land besessen? Na ja, Sir, ein kleines Stück in Yorkshire. 15 Morgen. Das sind 5000 Morgen hier, Sir. Jeder Grasbüschel ist mit dem gebeugten Rücken und dem Schweiß ehrlicher Menschen erworben worden. War es dann noch nicht gerodet, als Sie es übernommen haben? Gerodet? Das wäre zu schön gewesen. Hier stand Baum neben Baum. Diese verdammten Bäume. Aber wir hatten einen Trick. Wir haben die dünneren Bäume halb durchgeschnitten und fällten einen dicken am Ende. Er riss die anderen mit wie Dominosteine. Der alte Wicker hat es auf 22 gebracht. Und Sie? Nur auf 11. Wir haben sie liegen lassen und später Zäune daraus gemacht. 15 Jahre Arbeit steckten diesen Weiden, Furbeck. Und mehr liegen unter ihnen begraben als nur eine. Und deshalb küsse ich diese Erde. Das würde ich auch tun. Morgen, Vater. Nachricht von Luke? Nein, leider noch nicht. Der Junge schläft im Freien, obwohl ihm das alles zur Verfügung steht. Wegen der Herde, Vater. Dafür haben wir doch einen Schäfer eingestellt. Vater? Ja, die nehmen Abschied von ihrem Freund Wicker.
Gut geschlafen? Ja, sehr gut sogar, danke. Und du, besser als im Zelt? Ja. Na, wunderbar. Du scheinst glänzender Stimmung zu sein, Vater. Nach Wochen wieder ein weiches Bett. Ja, hab mal wieder ausgiebig gebadet. Das ist das, was ich am meisten vermisst habe. Auf alle Fälle kann man auch hier komfortabel wohnen. Das wird uns noch eine Menge Arbeit kosten. Aber alles in allem können wir zufrieden sein. Es hätte schlimmer kommen können. Findet ihr nicht auch? Ja, das ist richtig, Vater. In England hätten wir es nicht so gut. Dann freut es euch sicher zu hören, dass unsere Reise zu Ende ist. Colonel Gallagher hat die Echtheit unseres Dokuments anerkannt und mir die Partnerschaft angeboten. Er ist unglücklich darüber, keinen Erben zu haben und trägt sich mit dem Gedanken, das Land später demjenigen zu vermachen, der ihm ein guter und aufrichtiger Freund gewesen ist. Nun, daran soll es bei mir nicht fehlen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mehr Glück haben können. Das müsste auch Luca freuen, denn er spart uns viel Arbeit. Es wird ihn bestimmt freuen. Jesse? Ich weiß es nicht. Dass er nie da ist, wenn man ihn wirklich braucht. Nun, ich glaube nicht, dass er sich meinen Entscheidungen widersetzen wird, denn schließlich trage ich die Verantwortung. In ein, zwei Tagen werde ich die Papiere unterzeichnen, die Richter Glynn gerade aufsetzt. Wir haben ein Zuhause, Kinder. Soweit ist alles gut gegangen. Stopp nicht da hinten! Mach weiter! Weiter rechts! Noch mehr! Noch mehr! Halt! So ist gut! Genau da kommen die beiden Schilder hin. Oben eins und unten eins. Aber so, dass man sie lesen kann. So, die anderen Stangen brauchen wir nicht. Soll ich sie wieder aufladen? Ich mach das schon. Ich muss sowieso den Wagen holen. Können Sie mir vielleicht mal sagen, was das alles bedeuten soll? Eine Anordnung. Anordnung von wem? Das steht drauf, Madam. Proklamation des Gouverneurs. Ist das Ihr Werk, Hopkins? Das ist ein Regierungsbefehl, Madam. Wir überwachen nur seine Durchführung. Wo ist das verbotene Gelände? Da draußen. Das gesamte Gebiet ist gesperrt worden. Für alle. Es wurde auch langsam Zeit. Die Grenze geht leider ein Stück durch den Ort. Das hat sich bei aller Großzügigkeit nicht vermeiden lassen. Wo ist die Grenze genau, Captain? Keine Angst, Sie liegen diesseits der Linie. Und was ist mit meiner Schenke? Da ist der Zutritt verboten. Das ist der Witz des Tages, Captain. Dann macht sie pleite. Zutritt verboten? Ich werde Ihnen was husten sehen. Captain Hopkins, Mann. Wohin geht ihr dann zum Trinken? Oder habt ihr euch vielleicht den Schnaps abgewöhnt? Um Himmels Willen, ich trinke selbst gern ein Gläschen. Selbstverständlich niemals während des Dienstes. Und ansonsten kann man ihn ja im Laden kaufen. Im Laden, sagen Sie? Mhm. Im Laden, habe ich das richtig gehört? Aber doch wohl nicht in deiner verdammten Bruchbude. Molly, darf ich dich bitten? Ich glaube, wir werden hier noch reich werden, Anna. Und die Mama muss für ihr Essen betteln gehen. Bevor das passiert, ziehe ich wieder zu euch. Was? Du vergisst wohl, dass ich noch immer deine Frau bin. Das denkst du? So einfach wirst du mich nicht loswerden. Captain Hopkins, bitte. Guten Tag, Mr. Furbeck. Was willst du bei uns? Ich ziehe um und überprüfe das Lager. Ob genug zu trinken da ist für den Captain. Bitte sagen Sie ihr, dass die Grenze nicht durch den Ort geht, dass es ein Scherz war. Ein Scherz? Was habe ich Ihnen getan, dass Sie mich dort reinlegen? Habe ich Sie nicht immer gut bedient? Sehen Sie sich diese Verordnung genau an, Mr. Furbeck, damit Sie keinen Fehler machen. Passen Sie auf, dass Sie keine Fehler machen. Halten Sie die Grenze genau ein. Die Armee kann Sie nicht beschützen da draußen. Sie begeben sich außerhalb der Gesetzesgrenze. Guten Tag, Sir. Sie können ab jetzt nicht mehr mit Hilfe rechnen. Ich helfe mir selbst, Sir. Thank you.
Reiben Sie ihn tüchtig ab. Ja, Sir. Jesse. Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Wie du siehst, umsonst. Vater, Sammy. Luke. Ich habe gute Nachrichten für dich. Du wirst gleich damit überfallen. Colonel Gallagher hat uns die Partnerschaft angeboten für sein Land. Aha. Und ich biete dir ein Stück Land an, das du nicht teilen musst. Eigenes Land. Genug Weiden, ein See, ein paar Hügel. Unser Brandzeichen. Was sagst du dazu? Luke, wie kann man nur so undankbar sein? Für was soll ich ihm denn dankbar sein? Ich verzichte, Sir. Gratuliere, Jason. Wenn ich einen Sohn hätte, müsste er genauso sein. Er denkt, es fällt ihm alles in den Schoß. Er muss noch eine Menge lernen. Weiß Gott, wie viel Starrsinn dieses weite Land schon gebrochen hat. Es wird Tage geben, da wirst du dich an mein bequemes Haus erinnern. Da wirst du den Wind und das Wetter verfluchen und dir wünschen, du hättest nie gesagt, dieses Land gehört mir. Ich hab's schon gesagt. Mit der Axt in der Rinde? Ja. Mit einem Meer von Bäumen drumherum? Ja. Verdammt nochmal, Luke Furbeck. Meinen rechten Arm, wenn ich mit dir gehen könnte. Wo ist es? 20 Meilen auf der anderen Seite drüben. Außerhalb vom Schutzgebiet? Luke, Sie sind ein Teufel. Ich soll ein wilder Siedler sein? Sie sind nicht der Erste und Sie werden nicht der Letzte sein. Was hast du dir dabei gedacht? Es wird uns gehören. Wir roden es. Da drüben wächst ein wunderbares Gras. Das ist fetter als das Ihre hier. Wir bauen ein Haus, das schöner ist als das hier. Ich habe euch damals gesagt, wir werden ein Königreich aufbauen. Komm mit, Jesse. Ich möchte mit Luke gehen, Vater. Geh rüber zu Shep und sag ihm, er soll alles vorbereiten. Kommt ihr mit uns? Jesse, komm her. Du tust, was ich dir sage. Wir ziehen morgen früh los. Wenn ihr euch doch noch entschließen solltet, mitzukommen, im Dorf weiß man, wo wir sind. Zwei sind für los. Ja, aber die anderen beiden Herrschaften geruhen noch da zu bleiben. Es gefällt ihnen, die Hälfte zu kassieren, um dafür zu arbeiten. So was macht man nicht. Die wissen genau, dass sie im Recht sind. Die haben ein Dokument. Wir hatten eins. So sieht's aus. Ich hab mir gedacht, wenn sie so nachlässig damit umgehen und überall rumliegen lassen, dann brauchen sie es nicht. Was machen wir jetzt damit? Frag Miss Ellen. Ja, die arme Miss Ellen. Sie weiß Rat. Sie sollten es vernichten. Ellen, das ist ein gefährliches Spiel. Ein Spiel, Master? Man hat meinen Vater umgebracht. Das nennen Sie Spiel? Bitte schicken Sie ihn weg. Ihr Geld und Ihr Einsatz haben dieses Stück Land mitgeschaffen. Alles, was Sie hier besitzen, gehört auch ein wenig meiner Mutter und mir. Vergiss nicht, dass ihr Sträflinge gewesen seid. Nein. Aber das gibt anderen kein Recht, einfach das Land zu beschlagnahmen. Die haben nicht einen Finger gerührt und machen sich hier breit. Wir können das nicht ändern. Die Dinge sind so, wie sie sind. Meine Eltern haben ihnen treu gedient. Sie haben hart für sie gearbeitet. Ohne Zwang. Sie sind ihnen freiwillig gefolgt. Über viele Jahre hinweg. Sie und wir. Das ist doch etwas. Gemeinsam können wir vom Gesetz das Recht erwirken, uns gegen jeden zu wehren, der die Hände nach unserem Boden ausstreckt. Das Dokument, Master. Oder wir sind verloren.
Gleich geht's los, Jesse. In Ordnung, Hugh, ich bin fertig. Hey. Geschenk von Master Gallagher, damit ihr Milch habt. Sagen Sie ihm vielen Dank. Bindet sie an den Wagen. Ja. Los doch. Der Master hat befohlen, dass ich mit euch ziehe. Miss Ellen meinte, sie brauche einen guten Arbeiter. Hm. 12 Pfund im Jahr, sind Sie einverstanden? Und Grog? Wenn du gut arbeitest, dann gibt's auch Grog. Danke, Master. Das werde ich. Luke? Ha? Oh. Wie du siehst, habe ich meine Absicht geändert. Aber nicht, weil ich von dir überzeugt bin, sondern weil ich vermeiden will, dass die Familie auseinanderfällt durch deinen voreiligen Entschluss. Ich freue mich, Vater. Eine richtige Entscheidung, Mr. Fabrik. Sie werden sie nicht bereuen. Wir werden es erleben. Wenn ihr soweit seid, dann kann es losgehen. Er sagt ihm aber nicht, dass er das Dokument verloren hat. Er hat schon zu viel Fehler gemacht. Er kämpft um die Achtung in seiner Familie. Schämst du dich nicht, Ellen? Nein. Du weißt genau, was du willst. Das haben wir von ihm gelernt. Du machst das Rennen schon. Diesmal ohne Preis? Ohne Preis. Morgen, Chef! Es geht los! Hey. Yeah. Hey. Yeah. Oh. Dazu. Das haben wir jetzt wieder ab. 4 Stück. Ich weiß nicht, ob wir noch welche haben.
Wenn nicht in 14 Tagen bis 3 Wochen, gibt's bestimmt neu. Hallo, Mr. Furbeck. Was halten Sie von dem, Miss Anna? Ein ganz gewöhnlicher Bulle. Ich hoffe nicht, dass ich auf ihm reiten muss, wenn ich Jesse demnächst besuche. Sie machen hoffentlich keinen Besuch da draußen, Miss Anna. Das ist zu unsicher. Mr. Furbeck wird mich schon beschützen. Nicht wahr, Luke? Mhm. Geben Sie auf Ihr Vieh acht, Mr. Furbeck. Die Viehdiebstähle werden immer häufiger. Uns hat man kürzlich erst 3 Stiere gestohlen. Das können doch nur Sträflinge gewesen sein. Warum tut ihr nichts dagegen? Nur ruhig, Leute. Das steht nicht fest. Dafür gibt es keine Beweise. Nein! Der Mann hat Ihnen nichts getan, Luke. Ich kann das nicht vertragen, wenn gewisse Leute mein Vieh anfassen. Sie haben hier keine Selbstjustiz zu üben. Wenn Sie hier nicht für Ordnung sorgen, dann helfe ich mir selbst. Das können Sie gar nicht verhindern. Was ist das für ein Gesetz, das Sträflinge frei rumlaufen lässt? Passen Sie besser auf sie auf, das ist Ihr Job. Hier sind Sie für mich da.